Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In meinem vorigen Video haben wir ja schon ganz kurz über Yelan gesprochen und sie analysiert mit den Informationen, die wir aus dem Livestream von miHoYo zu Patch 2.7 bekommen haben. Quasi so eine Kurzanalyse mit ihren Fähigkeiten und Talenten und was sie so drauf hat und was meine Meinung sein wird über diesen Charakter. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit Kuki Shinobu, denn auch sie finde ich extrem interessant und auch sie kommt neu dazu. Wir werden auch jetzt über Shinobu ganz kurz einmal drüber gehen, schauen, was in dem Livestream über sie schon erwähnt worden ist, damit wir uns so ungefähr darauf einstellen können, was sie denn kann und was uns dort erwarten wird. Am Ende sage ich dann noch ganz kurz meine Meinung und vielleicht, wie ich den Charakter denn so einstufen würde, wie ich den generell finde. Auch über Kuki Shinobu werde ich natürlich, wenn der Charakter raus ist, versuchen, den zu ziehen. Das wird bei einem Forster natürlich immer schwieriger, weil dann hat man ihn nie garantiert. Deswegen hoffe ich, dass ich da ein bisschen Glück habe. Und selbstverständlich wird dann auch ein vollständiger Guide zu ihr erscheinen, wenn ich sie bekommen habe. Also falls ihr den Guide zu Kuki Shinobu und Yelan nicht verpassen möchtet, abonniert gerne den Kanal, damit ihr das rechtzeitig mitkriegt und um mich weiterhin zu unterstützen. Und ich würde sagen, wir haben genug gelabert, legen wir jetzt mal los, schauen wir uns mal Shinobu genau an. Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. Kuki Shinobu ist vom Element Elektro und sie nutzt ein Schwert. Sie wird im Livestream als Supporter vorgestellt und sie ist der erste Elektro-Charakter, der heilen kann. Außerdem kann sie Schaden verursachen, wenn sie nicht aktiv auf dem Feld ist, was bei Supportern immer ziemlich nice ist. Ihre Elementarfähigkeit Sanctifying Ring lässt sie eine gewisse Menge LP verlieren, also sie verletzt sich selbst, um einen Grass Ring zu erschaffen, der Elektroschaden an Gegnern um sie herum verursacht. Danach heilt sie mit dem Ring jeden aktiven Charakter, der auf dem Feld ist, quasi so wie die Elementarfähigkeit von Barbara. Mit einem ihrer passiven Talenten Hearth's Repose verbessert sie die Heilung und den verursachten Schaden basierend auf dem Wert ihrer Elementarkunde. Ein weiteres passives Talent, Breaking Free, lässt Kuki mehr heilen, wenn sie weniger Leben hat. Also umso weniger Lebenspunkte sie besitzt, desto besser wird ihre Heilung. Ihre Spezialfähigkeit, Gyui Narukami Kariyama Ride, lässt sie ein Elektrofeld beschwören, welches Elektroschaden an Gegnern verursacht, die sich drin befinden. Mehr wird leider zu ihrer Spezialfähigkeit nicht erwähnt. Ihr letztes passives Talent, Protected Prayers, bringt bei einer 20-stündigen Erkundungsentsendung in Inazuma 25% mehr Belohnung her. Und leider war es das schon mit all den Informationen, die wir jetzt zu Kuki Shinobu bekommen haben. Im Vergleich zu Yelan, da gab es definitiv mehr Informationen. Hier haben wir halt viele kurze einzelne Einheiten und Fetzen bekommen, aber nichts Ganzes. Also das Einzige, was wir herausgefunden haben, sie heilt mit ihrer Elementarfähigkeit und erschafft quasi so einen Ring um sich rum, wie Barbara es tut. Und nur, dass sie mit LP bezahlen muss. Also, sie opfert ein bisschen ihrer Lebenspunkte, ich glaube einmalig, und heilt dann durchgehend den aktiven Charakter, der diesen Ring um sich hat. Was auch ziemlich interessant ist, ist, dass sie mehr heilt und auch mehr Schaden verursacht, basierend auf ihrem Elementarkundewert. Die Frage ist natürlich wieder, wie das skaliert und ob sich das lohnt, dann da auf Elementarkunde zu gehen. Ich meine, wenn man Elementarkunde auf Artefakten als Substat hat, ist es sowas ja immer ganz nice zu haben. Aber jetzt gezielt darauf zu gehen, ist natürlich eine gute Frage. Und was man auch wissen möchte, ist natürlich, wie viele Lebenspunkte sind bei ihr denn gut? Wenn man wenig LP haben möchte, weil sie dann mehr heilt, ist das dann vielleicht cleverer, auf mehr LP zu gehen, damit es einfacher ist, auf einem geringen Lebenspunktewert zu sein, damit sie nicht in diesen One-Hit-Radius kommt? Das sind halt noch so Fragen, die ich mir jetzt stelle, die leider nicht erwähnt worden sind. Und was ich auch ziemlich schade finde, ist, dass sie zu ihrer Spezialfähigkeit nicht mehr gesagt haben. Und da frage ich mich, ob die Spezialfähigkeit überhaupt mehr kann. Ist es vielleicht wirklich nur ein Elektrofeld, das Elektroschaden verursacht an Gegnern, die sich dann drin befinden? Oder kommt da vielleicht noch mehr dazu? Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, sie wird ein Elektrohealer, sie wird oft viel Elektroschaden verursachen können und sie heilt Charaktere quasi, die aktiv auf dem Feld sind, was an sich ja schon mal ziemlich nice ist. Ich bin gespannt, ob man einen guten Platz für sie findet, in was für Teams vor allem. Eigentlich freue ich mich echt auf sie, weil vom Design oder vom Game-Style oder vom Spielstil muss ich schon zugeben, das finde ich schon echt sehr nice, echt sehr, sehr, sehr geil. Und das soll es auch schon gewesen sein zu der kurzen Analyse. Mehr haben wir über sie leider nicht erfahren. Mich würde mal gerne eure Meinung zu Kuki Shinobu interessieren. Seid mal ehrlich, habt ihr Lust für sie zu pullen? Werdet ihr für sie pullen? Versucht ihr sie zu kriegen? Es gibt ja einige, die echt 4-Stars manchmal lieber mögen als 5-Stars. Und der erste Elektro-Healer ist natürlich auch ganz cool. Und ich bin echt gespannt, wie sie sich denn spielen lässt. Aber ich bin generell so ein Fan von Assassins und auch in anderen Spielen. Kennt ihr zum Beispiel von Overwatch Genji?
Die habe ich ultra gefeiert. Oder von League of Legends Akali. Das sind so Charaktere, die mag ich eigentlich schon sehr. Deswegen auch Cookie Shinobu. Irgendwie passt das schon ganz gut zu mir. Und ich werde versuchen, sie zu kriegen. Koste es, was es wolle. Hoffentlich. Hoffentlich wird es nicht zu teuer. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr von diesem Charakter haltet und ob ihr auch Cookie Shinobu haben möchtet oder eher weniger. Und falls ihr das gleiche über Yelan sehen möchtet, also diese Kurzanalyse, dann schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei, denn das Video habe ich bereits schon online. Vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.